Zuerst mal in die Schweiz gekommen, zum Studieren. Ich habe ein Studium in Kanada angefangen. Und für das weitere Studium auf den Masters hin, durfte ich einen Aufenthalt machen im Sprachgebiet. Der Falco mit Wiener Blut, emotional. Also es gibt so ein paar so wie Hymnen, also wie Songs, die mir ganz wichtig sind, die ich immer wieder gehört habe, auch wenn ich mal lange Zeit gehabt habe oder so. Erinnerungen, nein, nicht nur. Es sind Beziehungen. Also die Beziehung zu der Familie, zu Freunden und Schulkameraden dann zumal. Und wenn ich dann telefoniert habe und ja, sagte, grüß auch manchmal oder grüß Gott, dann hieß es, ja, was möchten Sie? Dann dachte ich, ja, um Himmels Willen, ich bin ja in Berlin, ich muss ja viel schneller reden als in Bern, ja. Und wenn ich in Bern telefoniere, dann bin ich immer noch zu schnell, auch noch 22 Jahren. Es fällt mir immer noch schwer, das Begrüßungsritual, das langsame Hin und Her und grüß auch und wie geht's und so abzuwarten und dann erst mit meinen Fragen zu kommen. Wenn ein Schweizer in einen Saal oder einen Raum hineingeht, wo andere Leute sind, dann sagt man grüßlich miteinander. Wenn man so reinkommt. Wenn man reinkommt, ob man die Leute kennt oder nicht. Und bei uns ist das undenkbar. Du gehst in einen Raum hinein, du kennst niemanden, also das sind Fremde. Ich denke, Heimat ist natürlich, oder sind natürlich die Wurzeln. In einer Pfarrei wohlfühlen kann, auch als Ausländer. Und das kann man. Ich habe mich mit Frauen zusammen getroffen und wir haben so einen Eltern-Kind-Treff gehabt. Dadurch, dass man so fremd ist oder dadurch, dass man das kennt, was Fremdsein bedeutet, glaube ich, ist man offener und geht auch mehr auf die Leute zu, weil man es ja einfach braucht, weil man den Kontakt mit neuen Leuten braucht.